Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Nach Corona liegt jetzt die Wirtschaft weltweit am Boden. Wir sehen, deswegen werden nun überall große Konjunkturpakete geschnürt, um dann diese Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. In diesem Video wollen wir uns einfach mal genau anschauen, was die Politiker da so alles planen und was uns bevorsteht. Zuerst aber nochmal ein kurzer Blick auf Corona. Da sehen wir ja, dass zu Anfang der Covid-19-Krise der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, die Sterblichkeit auf 1-2% eingeschätzt hat, also circa den Zehnfachen einer Grippe. Die WHO ist sogar von einer Sterblichkeit von 3,4% ausgegangen. Dabei haben schon damals renommierte Experten, wie zum Beispiel der meistzitierteste Epidemiologe John Ioannidis von der Stanford University, der hat damals schon vor dem Lockdown und vor einem Fiasko auf Basis unzuverlässiger Daten gewarnt. Ja, und so kam es, dass dann jetzt die tatsächliche Sterberate von Covid-19 bei durchschnittlich 0,2% liegt und damit also bei einem Bruchteil der prognostizierten Zahlen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die ganzen Maßnahmen dazu geführt haben, dass es nicht so viel Tote gab. Da sagen aber Studien aus Oxford, Israel oder von JP Morgan ganz klar, dass die Maßnahmen wenig gebracht, aber extreme Nebenwirkungen haben. Und trotzdem warnt Merkel weiter, wir leben immer noch am Anfang der Pandemie. Wir sehen, dass durch die Maßnahmen gegen Corona die Wirtschaft stark eingebrochen ist und weltweit Millionen von Menschen in Kurzarbeit sind oder ganz ohne Job. In den ärmsten Ländern dieser Welt rechnet der Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen mit 130 Millionen zusätzlich vom Hungertod Gefährdeten. Weil durch die Maßnahmen auch unzählige Existenzen zerstört wurden, gehen die Suizide durch die Decke. Aber auch die Panikmache durch die Medien und Politiker dürften zu vielen Selbstmorden beigetragen haben. Folgen sehen wir auch bei den Kindern, wo Verhaltensänderungen, Entwicklungsverzögerungen, Gewichtszunahme und Leistungsverweigerung zu beobachten sind. Falls ihr da noch mehr Fakten haben wollt, schaut einfach mal hier rein bei Swiss Propaganda Research. Die haben eine ganz schöne Übersicht dazu und Gunnar Kaiser hat euch die nochmal in einem Video zusammengefasst. Wir sehen also, dass die Politiker weltweit auf Grundlage von ziemlich dünnen Beweisen einen harten Lockdown durchgeführt haben, der ziemlich viele Nebenwirkungen hat. Natürlich hält sie das nicht davon ab, sich nun als die edlen Retter aufzuspielen. So hat im Mai die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr 750 Milliarden Euro-Programm vorgestellt, wo sie die Corona-Krise bekämpfen und die europäische Wirtschaft auf Kurs für eine grüne und digitale Zukunft bringen will. Als sie am 13. Mai dieses Programm vorgestellt hat, sagte sie, wir dürfen nicht in alte Gewohnheiten verfallen, wir dürfen beim Wiederaufbau nicht an der Wirtschaft von gestern festhalten. Wir müssen die Chance mutig nutzen, um eine moderne, saubere und gesunde Wirtschaft aufzubauen, die die Lebensgrundlagen der nächsten Generation sichert. Ja, ich habe mich ja in der Leuphana viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Dazu könnt ihr auch gerne mal in meinem Video reinschauen, wo ich über den Klimawandel mit Studenten spreche. Ja, mich hat diese Terminologie direkt an den Earth Summit der United Nations erinnert, wo 1993 neben den ganzen Staatsvertretern auch 20.000 UN-finanzierte grüne Aktivisten anwesend waren und die Agenda 21 beschlossen wurde. Dort machte dann diese Definition von Nachhaltigkeit durch die frühere norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland Karriere. Nachhaltigkeit heißt für sie, den Bedürfnissen der heutigen Generation zu entsprechen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Frau Brundtland war übrigens früher die Präsidentin der Sozialistischen Internationale und auch der Generalsekretär des Earth Summit, Maurice Strong, der als der einflussreichste Architekt der United Nations und als Pate des Kyoto-Protokolls gilt, ist ein selbsternannter Sozialist, der eine kollektivistische Weltregierung anstrebt, China mit seiner sozialistischen Marktwirtschaft als eines der bestgemanagten Länder der Welt ansieht und zu Ende seines Lebens gute Kontakte zur kommunistischen Partei in China pflegte. So war es dann auch auf den Gipfeln in Rio kein Wunder, dass ständig sozialistische Phrasen gedroschen wurden, wie dass der Norden überkonsumiert und nur so reich sei, weil er die armen Länder ausbeutet. Auf die Frage eines brasilianischen Reporters soll Brundtland offen eingestanden haben, dass die Agenda 21 auf den Grundlagen der Sozialistischen Internationale basieren.
Murray Strong hat mit Mikhail Gorbatschow, dem letzten Präsidenten der Sowjetunion, die sogenannte Erdcharta initiiert, mit der die ethischen Grundlagen für eine humanere und demokratischere Weltordnung formuliert werden, um unter anderem drohende ökologische Katastrophen abzuwenden. Strong sagte dazu in einem Interview, das eigentliche Ziel der Erdcharta ist, dass sie tatsächlich wie die 10 Gebote werden soll. Gorbatschow ging sogar noch ein bisschen weiter, er sagte, die Erdcharta wird sowas wie die 10 Gebote und die Bergpredigt sein. Für die Feierlichkeiten zur Erdcharta am 9. September 2001 in Vermont hat die Künstlerin Sally Lindner extra eine Holztour namens Arche der Hoffnung angefertigt. In dieser wird die Erdcharta auf einem Blatt Papyrus geschrieben aufbewahrt. Als dann 2 Tage später die Anschläge vom 11. September passierten, entschied sich die Künstlerin, die Tour auf einer 2-monatigen Pilgerreise fast 600 Kilometer weit bis nach New York zu tragen, wo sie dann im Gelände der United Nations von Januar bis Februar 2002 ausgestellt wurde. Übrigens sollen laut diesem Artikel auch die 10 Gebote auf 2 Steintafeln in der sogenannten Bundeslade aufbewahrt werden, die auf einer Pilgerreise nach Jerusalem gebracht wurde. Wie die Umweltbewegung dem Sozialismus wieder zu neuem Glanz verhelfen soll, beschreibt Thorsten Mann ganz ausführlich in seinem Buch »Rote Lügen im grünen Gewand«. Oder hier hat Gunnar Kaiser auch ein kleines Video dazu gemacht. Zu dem Klimawandel habe ich auch mehrere Videos gemacht, schaut dazu gerne mal in meine beiden Playlists. Die gleiche religiös-sozialistische Handschrift sehen wir auch bei diesem virtuellen Kongress des Weltwirtschaftsforums, also dem World Economic Forum, wo die große Reset-Initiative, also der große Neuanfang nach Corona, besprochen wurde. Übrigens war auch das Weltwirtschaftsforum im Oktober 2019 mit dem Johns Hopkins Center und der Bill & Melinda Gates Foundation am Event 201 beteiligt, wo eine kommende Pandemie simuliert wurde. Auf der großen Reset-Initiative des Weltwirtschaftsforums in Zusammenarbeit mit Prince Charles sieht man die Corona-Krise als die seltene Gelegenheit, eine nachhaltigere, wirtschaftsfähige Welt zu gestalten. Die Chefin von der Aktivistenorganisation Greenpeace International, Jennifer Morgan, sieht Corona als eine Chance, einen Schritt zurückzutreten und die Welt neu zu überdenken. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Weltordnung geschaffen wurde, hat nun das Weltwirtschaftsforum die große Verantwortung, den Reset-Knopf zu drücken und sich damit zu befassen, wie Wohlstand für die Menschen und die Erde geschaffen werden kann. Es müsse eine gemeinsame Anstrengung geben, eine grünere Wirtschaft zu erbauen, wie der European Green Deal, mit der Zusammenarbeit zwischen Regierung, Unternehmen und der Jugendbewegung. Jetzt kann man sich auch mal fragen, was denn Greenpeace, also eine grüne Lobbyorganisation bei dem Weltwirtschaftsforum, da zu suchen hat. Aber wir haben ja auch gesehen, dass es 1992 in Rio auch nicht groß anders war. Da waren ja auch viele grüne Aktivisten vor Ort. Und was denn hier mit den Jugendbewegungen gemeint ist, damit, denke ich mal, sind Jugendbewegungen wie Fridays for Future gemeint, die da mithelfen sollen, eine grünere Wirtschaft zu erbauen. Tja, ganz toll. Und ist das Wort neue Weltordnung nicht nur eine Verschwörungstheorie, die das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre, supranationale Weltregierung zu errichten? Im Jahre nach 9/11 stehen wir vor einer neuen Weltordnung. Es ist eine neue Weltordnung. Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Auf der Grundlage dessen, dass wir wissen, dass die Welt jetzt zum Dorf geworden ist, müssen wir uns überlegen, ob wir auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung sind. Das wird ein wichtiger Baustein sein bei der dringend notwendigen Gemeinsamkeit, die wir für den Bau einer neuen Weltordnung brauchen. Wir leben in einem geschichtlichen Moment, in dem eine globale Umstellung hin zu einer Weltregierung stattfindet. Der Papst fordert eine echte politische Weltautorität. Wer soll das sein? Und da muss jemand da sein, der für diese Leitplanken sorgt. Deswegen verlangt der Papst eine Art Weltregierung, eine Premium, das Verantwortung dafür trägt und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann und dazu die entsprechenden Vollmachten hat. Man kann hier wirklich daran denken, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden im Sinne einer Weltregierung, die die Gesamtverantwortung trägt und wahrnimmt und dann auch die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten hat, das durchzusetzen. Wir verändern noch gerade die Welt, oder ich arbeite jedenfalls daran. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung,
dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das heißt, dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendwas nicht einhalten. Wie morgen glaubt auch die Chefsvolkswirtin des Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, dass die Covid-19-Krise ein Weckruf ist, um in eine grünere Wirtschaft überzugehen. Dazu müsse der öffentliche Sektor in Zukunft vor allem im Bereich alternativen Energien und klimafreundlicher Infrastruktur eine sehr große Rolle spielen, so wie es laut Gopinath traditionell in solchen Krisen geschieht. Auch die Generalsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes, Sharon Burroff, kommt zu Wort. Sie kann sich vorstellen, dass wir diese Gelegenheit nutzen können, um eine bessere Welt zu gestalten. Dazu brauchen wir nationale und multilaterale Institutionen und müssen den wirtschaftlichen Schwerpunkt weg vom Profit verlagern. Hier auch wieder die Utopie von einer sozialistischen und gerechten, nachhaltigen neuen Welt. Profit ist natürlich böse. Was produziert wird, darf dann natürlich nicht selbst von den Menschen entschieden werden, sondern benötigt eine zentrale Planung. Der Ökonom Friedrich August von Hayek hat mal so schön gesagt, der Profit ist das Signal, das uns sagt, was wir tun müssen, um die Wünsche anderer Menschen zu befriedigen. Zu dem Thema Profit habe ich auch hier mal ein sehr ausführliches Video gemacht, wo ich ganz genau beschreibe, warum der Profit sehr wichtig ist und auf jeden Fall nicht abgeschafft werden darf. Auch die Einbindung von LGBT-Plus-Themen soll eine Wirtschaft mehr widerstandsfähiger machen. Laut einer Studie gibt es eine starke Korrelation zwischen der Einbeziehung von LGBT-Plus und der Widerstandsfähigkeit einer Wirtschaft. Mehr Diversity fordert auch unsere Familienministerin, die Staatshilfen nur an Unternehmen vergeben will, die auch Frauenförderung betreiben. Hier haben wir dann wieder die Gender- und Feminismus-Agenda, die von den United Nations gepusht wird. Was das Thema für kranke Wurzeln hat, das habe ich hier in diesem Video auch mal ganz genau ausgeführt. Ma Yun, der Vorsitzende des China Green Finance Committee, fordert eine Erholung nach Corona, die grüner sein muss als alle vorherigen. Der große Reset soll grüne Projekte fördern. Zudem soll es grüne Konsumanreize geben, wo Regierungen Listen mit grünen Konsumgütern erstellen. Weiter fordert er auch noch grüne Arbeitsmarktprogramme sowie grüne Anleihen durch Regierungen und Zentralbanken. Als Abschlusskommentar des Kongresses resümiert der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab: Es reicht nicht aus, einige wenige Politiken zu ändern oder kurzfristige Probleme anzugehen. Was wir brauchen, ist eine Änderung der Denkweise, des Lebensstils und der Geschäftsmodelle. Dazu soll mit einem umfassenden Ansatz die Zukunft gestaltet werden und alle Organisationen und Menschen mit innovativen Ideen einbezogen werden. Okay. Ja, und dazu gehören offenbar auch Fridays for Future und jetzt ganz aktuell vielleicht auch Black Lives Matter, wer weiß. Ich sehe auf jeden Fall in allen Beiträgen auf dieser Seite, sehe ich die sozialistische Utopie von einer nachhaltigen, gerechten, bunten Welt, wo das Privateigentum beschnitten wird und alles nach den Plänen der weisen internationalen Zentralplanern abläuft. So will man dann also offenbar auf den Trümmern der Gesellschaft, also die Trümmer, die jetzt durch Corona verursacht wurden, da will man dann die sozialistische Weltrepublik erschaffen. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Wer das Schwarzbuch des Kommunismus gelesen hat, weiß, wie ähnlich größenwahnsinnige Utopien zu mehr als 100 Millionen Toten allein im 20. Jahrhundert geführt haben. Diesmal betreffen die Pläne aber die ganze Welt, nicht nur einzelne Länder. Spannend ist übrigens auch, dass das Weltwirtschaftsforum schon 2016 eine Vision für die Welt in 2030 entworfen hat, wo alles nur noch geliehen wird, wenn man es braucht. Die nachhaltige und grüne Stadt in 2030 wird wie folgt beschrieben. Ich besitze gar nichts. Ich besitze kein Auto, ich besitze kein Haus, ich besitze keine Geräte und keine Kleidung. Einkaufen? Ich kann mich nicht wirklich erinnern, was das ist. Für die meisten von uns hat es sich in die Auswahl von Dingen verwandelt, die sie benutzen wollen. Manchmal macht mir das Spaß und manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus das für mich erledigt. Er kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich. Das mag sich nun vielleicht für den einen oder anderen ganz gut anhören, aber man muss bedenken, dass ohne Eigentum es keine Freiheit geben kann.
Wer in so einem System die Regierung kritisiert, kann dann ganz schnell vom System ausgeschlossen werden. Das sehen wir zum Beispiel auch jetzt mit dem Social Scoring in China. Das kann dann in der Zukunft heißen, wer dann nicht auf Linie der Regierung ist, der kann dann nicht nur mehr nicht mit dem Zug oder dem Flugzeug reisen, sondern darf auch sonst keine anderen Fortbewegungsmittel mehr verwenden, weil sie ihm einfach nicht gehören und er von der Nutzung ausgeschlossen ist. So ein System ganz ohne Eigentum könnte man auch auf die Wohnung, auf die Möbel, aufs Handy, vielleicht sogar auf die Kleidung und so weiter ausweiten. Das wäre dann die schöne, neue, grüne, nachhaltige, bunte und tolerante Welt, der man sich dann auch nicht mehr durch einen Umzug ins andere Land entziehen kann. Ayn Rand hat so schön gesagt, wenn dem Produzenten das Ergebnis seiner Anstellung nicht gehört, gehört ihm sein Leben nicht. Eigentumsrechte abzustreiten bedeutet, Menschen in Staatseigentum zu verwandeln. Menschen in Staatseigentum, das ist also nichts anderes als Sklaverei, und wer das nicht möchte, der sollte auf jeden Fall dieses Video fleißig verteilen, sollte mir einen Daumen nach oben geben, und ich bin natürlich auch gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne eure Kommentare unter das Video. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal finanziell unterstützt. Da findet ihr unten in der Beschreibung auch mehrere Möglichkeiten. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.